Das Autohaus Gebrüder Schwarte. Mobilität neu erleben. Präsentiert die Stimmen zum Spiel. Christian Neidhardt, 0:2 geht das Spiel heute zu Ende gegen den FC Ingolstadt. Man hatte das Gefühl, Meppen war besser. Hast du das auch so gesehen? Ja, das Gefühl hatte ich auch. Und ich denke auch von den Spielanteilen, von den Ecken her, waren wir schon sehr dominant heute gegen FC Ingolstadt. Ein Absteiger aus der zweiten Liga, der vor 2 Jahren noch in der Bundesliga gespielt hat. Denke ich, haben wir das wieder fußballerisch richtig gut gemacht. Aber zum Fußballspielen und zum guten Fußballspielen gehören auch Tore und die haben wir leider nicht gemacht. Und haben dann auch, glaube ich, die einzige Chance in der ersten Halbzeit von Ingolstadt dann halt zugelassen. Und da war der Gegner natürlich dann auch sehr effektiv. Was würdest du sagen, hat heute gefehlt in eurem Spiel? Glück, der Wille? Ja, wie gesagt, schlussendlich, wenn du die Tore nicht machst, dann kannst du immer über die Chancenverwertung kannst du da was meckern. Fußballisch, wie gesagt, haben wir gut gespielt eigentlich. Auch uns Chancen zum Teil auch erarbeitet, auch über die Standards. Also wie gesagt, es hätte auch anders ausgehen können, aber heute hat ein bisschen das Matchglück auch war nicht so auf unserer Seite. Ich finde eigentlich, wir sind gut reingekommen, haben auch die ein oder andere Chance kreiert und ja, da muss es vielleicht dann auch mal fallen, das Tor. Der Torwart von Ingolstadt hat es auch gut gemacht bei der ein oder anderen Standardsituation, die gut reinkam. Müssen wir vielleicht das Tor erzielen, hat nicht sollen sein. Im Gegenzug machen die dann 1-0, so ein bisschen aus dem Nix. Und ja, dann verändert es ein Spiel natürlich komplett. Und ja, sind wir hinterhergelaufen, haben es aber leider nicht mehr umbiegen können. Wie hast du das erste Tor gesehen? Ballverlust im Mittelfeld und dann ging es schnell? Ja, stand ein bisschen unsortiert in der Abwehr, kommt über den ersten Innenverteidiger, über Marco drüber. Putti versucht dann noch einzurücken, aber der Kutschke ist schon frei durch und ja, macht es dann souverän weg. Anfang zweiter Halbzeit musstet ihr direkt 2-mal verletzungsbedingt wechseln. Erik Domaschke und Puttkammer mussten raus. Wie ist da der Stand der Dinge? Weißt du da schon mehr? Nee, Erik hat man ja gesehen, diesen Zusammenstoß mit Kutschke, erste Halbzeit. Das war nicht ohne. Und was er jetzt genau hat, weiß ich nicht. Bei Putti war so ein Schlag aus Wadenköpfchen und musste dann runter. So mussten wir dann wechseln, wie gesagt. Klar, fehlt uns dann am Ende, wenn ein Torwart wechseln muss, schon nochmal eine Offensiv. Situation, wo du offensiv nochmal vielleicht was verändern kannst, das hatten wir dann heute nicht mehr. Aber wie gesagt, wir gucken, dass die Jungs am Mittwoch, denke ich mal, dass die beide wieder dabei sein können. Mit welchem Gefühl fahrt ihr jetzt nächste Woche Mittwoch nach Münster? Ja, ich meine, tabellarisch ist jetzt, sage ich mal, nicht mehr so viel zu holen, sowohl nach oben als auch nach unten, aber wir wollen nichtsdestotrotz nochmal alles raushauen. Das sind jetzt auch die letzten Spiele, die wir so als Mannschaft zusammen sind. Das auf jeden Fall genießen und da wird natürlich auch jeder, der auf dem Platz steht, 100% geben in Münster.